Hey, Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP dran und wir fahren fort mit Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. In der letzten Episode haben wir die Katakomben ein bisschen erforscht und nun? Joa, nun wollen wir jetzt erstmal einen weiteren unserer Mitstreiter verbessern, denn wir haben ja drei ganze Insignien in den Katakomben gefunden. Was tut Biva? So, wessen Rang? Arona, Rex oder Nagarine? Ich glaube, wir nehmen Rex, der kleine Stübi hat nur 15 HP. Ja, das bitte, danke. So. Und hoffentlich wird meine Stimme jetzt nicht nach einer Episode sterben. Ich habe nämlich ganz viel Isla Mus gefuttert. Also diese leckeren Pastillen, die so gut für den Hals sind. Und sollte klappen. Und ich habe sogar noch ein Erfrischungsgetränk. Ja. Sollte also wunderbar funktionieren. Du darfst dich nun entfernen. Ja, danke. So, jetzt hat er 30 HP. Sehr schön. Nö, kleiner Stübi. Wuhu. Gut. Also, genau. Wir sollen ja nach Großfrostheim gehen und die dortige große Kanone finden. Das ist echt super. Okay. Jetzt frage ich mich aber nur... Orden. Genau. Wir haben noch drei Dings... Drei freie Plätze. Das heißt, wir können theoretisch irgendwas Schönes ausrüsten. Kraft Plus wäre geil. Dafür rufen wir noch ein Level ab. So, das haben wir schon mal gelesen. Gut. Hast du irgendwas Neues jetzt, wo ich mal ausgeschaltet habe? Nee, das ist nur Schrott. Gut. Oh. Ich weiß nicht, ob ich den schon verpasst habe oder nicht. Weil da unten gab es mal die Möglichkeit, richtig fett Kohle zu machen. Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Richtig fette Kohle machen? Hallo? Hallo Mario, ich bin es, Pinky. Du erinnerst dich doch, oder? Ich war in der staubtrockenen Wüste nach Öl zu suchen. Ich hab's geschafft. Ich bin auf Öl gestoßen. Nein, ich habe ihn verpasst. Verdammt. Ich bin fast verzweifelt an den unendlichen Sand. Aber ich habe meinen Traum nicht aufgegeben und plötzlich hatte ich es geschafft. Auch du darfst deinen Traum niemals aufgeben, Mario. Ich glaube fest daran, dass es sich eines Tages erfüllen wird. Genau, wenn wir den früher getroffen hätten und ihm dann 100 Münzen gegeben, hätten wir jetzt, glaube ich, 200 oder 300 Münzen zurückbekommen. Ich bin da noch nie pleite ausgegangen. Verdammt, ich habe ihn verpasst. Geld ist wichtig, meine Lieben. Damit kann man dann Rüstungspläne kaufen. Oh, falsches Spiel. Hust. Orden meinte ich natürlich. Ah, na gut. Schade. Schade drum. Aber gut. Waren wir bei dem Typ? Hey, Stippi, haben wir einen Preis gewonnen? Das wäre geil. Ja, wir haben keinen Platz. Bis morgen. Ja, gut. Gut, darf ich mal sagen, gehen wir nach Großfrostheim ohne lange Umschweife. Aber bevor wir nach Großfrostheim gehen... Würde ich... Wow. Woje, nicht mit den kleinen Stüppi an meiner Seite. Muss man schon Bart umbrennen. Bam. Ich mag die Musik, die hier so spielt, ja. Die ist schön, yeah. Ich merke gerade, warum ist der Fernseher so laut? Hat jemand ferngesehen? Nö, kommt mir nur laut vor. Gut. Von mir aus. Ich würde aber gerne den hier hinten umdrehen. Weil Bart umschafft den vorne sowieso. Oh, ich merke gerade, die haben nicht gerade viele BP. Das ist unpraktisch. So. Der Arme so. Ah, Hilfe, was soll das denn? Ich bin doch einer von Bowsers besten Männern. Ach, hoho. Männern. Tja, das tut mir aber leid, Kumpel. Ah, 4 Sternpunkte geben die noch pro Stück. Das ist gut. Jetzt nochmal pennen gehen oder nicht? Weil ich weiß, der Weg nach Großfrostheim kann problematisch sein. Seht ihr den Block da? Jupp, die Röhre, da führt uns nach Großfrostheim. Und hier bekommen wir einen Orden, und zwar Sparblüte P. Yeah, das ist ein cooler Orden. Ich glaube, ich werde dann irgendwann mal auch noch eine Sparblüte ranklotzen. Dass wir viel mehr OP haben. Ich muss mal gucken, ob wir... die BP erhöhen jetzt oder nicht. Ne?
Hallo. Ja, wer merkt, dass ich den da mal gern einsetze? So. Mann, Mann, Mann. Hämmer sind was Schönes. Und tschüssi. Ah. Ich muss sagen, ich liebe den GameCube-Controller. Der ist so toll. Oh nein. Zwei Giftpilze. Das ist... Oh oh. Uff. Ich wollte gerade sagen, das ist gefährlich. Und dann habe ich bewiesen. Ha. Einmal hat sich das Pech nicht auf mich gestürzt. Passiert öfters. Ne? Aber nur, wenn es was unglaublich Wichtiges ist. Entweder was unglaublich Wichtiges oder irgendwas vollkommen Mickriges, das mir einfach dann nur... Ja. So. Ja. Die Magengrube schlägt. Wie zum Beispiel, ich habe die Pflanze nicht bewegt. Ah ja, stimmt, aber da ich ja 4-3 hier habe auf meinen wunderbaren, also dem wunderbaren Fernseher, stört die Pflanze mich nicht beim Zocken. Gut. Wäre es Bayonetta, wäre das jetzt nicht gut. Aber gut. Bayonetta wird morgen wieder aufgenommen. Also für euch wurde es längst wieder aufgenommen und alles, aber halt ja. Ich nehme es morgen auf. Und ich freue mich schon. Wunderbares Spiel. Bin ich froh, dass ich damals die Demo probiert habe bei Bayonetta 2. Ich würde gerne eine Runde schlafen. Ja, danke. Ich will halt mit vollen BP losziehen. Oh, der Weg nach Großwurstern kam, wie schön gesagt. Manchmal etwas böse sein. Und, gut geschlafen? Gute Reise. Ach ja. Ist zwar nicht so gemütlich wie die Himmelsfeste, aber geht doch. Gut, Bardom. Wollen wir mal? Ja, mürrische Bob-Ombs, ha? Ja, wer wohl mürrischer ist, unser Bob-Omb oder die dort. So. Aber ich freue mich voll auf Großfrostheim, weil das ist eine meiner Lieblings-Areas im Spiel, weil die einfach so hübsch ist. Ihr werdet gleich sehen, warum ich die so hübsch finde. So. Ich würde aber gerne wieder mit Barbara rumlaufen. So. Eigentlich sollte ich ja öfters mit Arona rumlaufen, aber naja. Neues Kapitel, Leute. So, und ich trinke ein bisschen was. Ah, Kapitel 7. Der Weg zum Mond. Das vorletzte Kapitel, meine Lieben. Ah. Guckt mal, wie schön das ist. Oh, kalt ist es hier. Beeilen wir uns, Mario. Großfrostern ist bestimmt ganz in der Nähe. Kalt und hübsch. Das erinnert ein bisschen an Empris du Lion, nicht wahr? Nur ohne rotes Lyrium und ohne verrückte Templer und Dämonen, die sich Imschallen nennen und solche Dinge. Und Drachen fliegen hier auch keine rum. Aber es ist so schön. Guckt euch mal die Fußsporen an. Aber es kommen leider wieder neue Gegner, das heißt wieder. Hallo, Gumbrina. Na, wo seid ihr denn? Ah, da ist er. Da ist Schniffi. Ach ja. Und es sind hier sofort drei. Ein Bula. Wir haben keinen Platz für Items. Danke, Bu-Kumpel. Ist wahrscheinlich der Bu aus der Spukabtei. Wenn wir was kennen. Eisschnuff. Hatu. So. Das ist ein Eisschnuff. Eisschnuff sind Schniffis, die du in kalten Gegenden triffst. Max KP 9, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Sie greifen dich frontal an oder mit kalten Winden. Die kalten Winde frieren uns ein. Also sollten wir ihnen so gut wie möglich ausweichen. Frontalangriffe sind gegen aufgeladene Eisschnuffs schaden dem Angreifer. Am besten benutzt du gegen die Eisschnuffs übrigens Feuerattacken. Was irgendwie klar ist. Deshalb bin ich hier vollkommen fehl am Platz. Also, hey Barbara, willst du tauschen? Aber du bist doch draußen. Das war keine Frage. Das geht jetzt aber nicht. So, es sind jetzt drei von denen. 12 Schaden sind nicht gut. Ich frage mich, ob ich jetzt mit einer Stampfattacke so ausschalten könnte. Oh yeah, sehr gut. Oh,
Oh, wir kriegen eine erhöhte Verteidigung. Schön. Fortuna ist mit uns. Scheint mir so. Reduziert Schaden. Danke. Ja, das finde ich... Nur gegen Mario, oder was? Nur gegen Mario. Wie fair das doch ist, ne? So. Gut. Böb. Naja. Schade, aber sei es drum. So. Haben wir schon den zweiten Mal geschadet. Aua. Genau das meinte ich mit, das ist eine etwas schwere Area, weil die Gegner sind hier wieder konsequent stärker, aber wenn man seine eigenen Mitstreiter verstärkt hat, ist es dann kein Problem. Ne? Ne, Gumbrina? Natürlich. Ach ja. Ist dumm, hier kommt noch ein anderer neuer Gegner. Na komm schon. Wenn wir auch noch scannen müssen, dann werden wir zu Barbara wechseln. Weil Feuerattacken und... Es ist auch schon verstärkt worden. Oder kommt der Gegner schon bei diesem Schnuffel? Schniff, Schnuff? Schnüff, Schnüff? Nee. Verdammt. Oh, 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 oh. Schön, ich kann die mit dem Hammer platt machen. Moins. Sehr gut. Und... eine Kopfnuss. Zack. Bitte lade dich nicht auf. Bitte. Verdammt. Das ist... Habe ich den Wurfhammer? Den habe ich jetzt nicht ausgerüstet, ist klar. Ich schlag mir gar nichts. Joa. Was jetzt? Ja, sagen... austauschen... Ja, für wen? Barbara, komm. Ich weiß nicht, ob ihr... von Teilangriff... Das wird dir wahrscheinlich schaden, oder? Na, ich versuch's einfach mal. Ich denke aber, das wird wehtun. Tut mir leid. Ah, ich habe gut geblockt. Ha! In your face, du Wolke. Zack, zack. Wuhu. Gut, Schattenhieb. Und? Ah, seht ihr? 5 Damage plus Brennen, das tut weh. Der Feuerzauber von Barbara ist hier in dieser Gegend verdammt gut. So, ich glaube, ich muss jetzt aber schnell meine Orden umdingseln. Aktive Orden. Eisschlag können wir ablegen. Eispower. Haben wir hier jetzt... Nee, hier kommen keine brennenden Gegner. Haben wir wieder 5 OP. So, Verteidiger. Wie viel kostet denn Sparblüte? Schnell mal die Orden checken. Boah, ich habe zu viele Verteidiger, holy crap. 4. Mario oder dein Partner, ne? Das oder ich könnte den Verteidiger draufpacken. Das ist ja natürlich auch noch eine Variante. Verwende ich Powerdots überhaupt? Es kann mächtig sein, wenn man es richtig einsetzt, ne? Jetzt wäre der Hammerwurf ziemlich gut. Gut, dann nehmen wir das hier und Sparblüte. Für Mario oder für den Partner? Das ist jetzt die Frage. Irgendwas beschreibt wieder jemand schön. Ach, wir nehmen einfach Sparblüte für Mario, so. Gut. Komm, Barbara. Das ist auch nix. Hier ist eine Insignie. Habt ihr das gesehen? Ganz knapp. Das Sternsplitter. Böse versteckt. Ach, jetzt kommt wieder der neue Gegner. Das heißt, Gumbrina. Lauf ran. So. Erster Angriff erfolgreich. Einfach so lange mit dem Hammer schwingen, bis es trifft. Oh, gleich 3 davon. Ja, die Area ist hart. Aber wir sind dafür viel zu smart. Pff, Gott, was ein schlechter Reim. Schande über mich. Schande. Mein Gott, Englisch, das geht doch nicht. Ja.
Ich kann dichten, aber hey. Das ist ein Frostpiranha. Frostpiranha sind eiskalte Piranha-Pflanzen. Max KP 10, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Ihr Biss lässt dich manchmal gefrieren. Erledige sie also lieber vorher selbst. Feuerattacken mögen diese Biester gar nicht. Das solltest du ausnutzen. Und Bomben. Feuerattacken und Bomben. Jetzt ist die Frage. Ich weiß, einmal kommen. Wisst ihr was? Ich werde euch Sternblitz vorführen. Besiegt viele Gegner schon mit einem einzigen Schlag. Das ist eine Attacke, die entweder gut sein kann oder eben nicht. B, Y, Y, Y. Nein. A. So. Da muss man sich echt konzentrieren. Ich war früher ziemlich gut daran. Ah, bin ich immer noch. Entweder es funktioniert oder das tut es eben nicht. Ist reine Glückssache. Die zwei sind jetzt weg und eine halt nicht. So, aber das eh das Schwache war, ist das jetzt kein so großes Ding. Es kommt echt voll drauf an, ob man jetzt Glück hat oder nicht. Das kann nicht übelst in die Hose gehen. Ist halt so eine... Tue ich jetzt lieber 6 Schaden hinzufügen und dann hoffen, dass alles gut geht? Oder versuche ich mein Glück damit und hoffe, dass alles gut geht? Eins von beiden. Oh, 40 KP! Alter Vater! Bardom ist ja richtig stark. Wow. Oh, hat genauso viele KP wie wir. Ist gut. Ich weiß, dass ich hier seid Gegner. Boom. Ja. Erste Griffe sind schon mal ein guter Weg zum Sieg. Wuhu. Ich glaube, ich erledige den Eischnuff mit Mario. Schlecht. Voll die Piranha-Pflanze im Publikum. Und dann den Frost-Piranha mit... Barbara angreifen, um Brandschaden zu verursachen. Autsch, 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 autsch. Seht ihr? Das ist praktisch für längere Kämpfe. 1, 2, 3. Und geschafft. So. Aber wenigstens werden wir sicher noch ein Level-Up erleben. Nicht in dieser Episode, aber dann in der nächsten. Beziehungsweise je nachdem, wie lange diese Episode jetzt dauert. So. Na? Ich weiß, dass ihr seid, ihr Hunde. Ha! Mann, ich weiß, ich bin ja mal fast Game Over gegangen, als ich noch kleiner Stüppi war. Beim ersten Mal. So, oh, ist das hübsch. Oh! Und dann, oh nein! Ich frage mich, wie viel Damage Feuerzauber macht. A, B, A, B, X. Oho! Schön. Hey, verdammt, jetzt war ich zu spät. Jetzt war ich zu spät. Und dann nochmal Erdbeben. Oder versuchen wir den Ultraschlag. Yay, ich zeige euch mal den Ultraschlag. Ich verstehe das nicht, das war schlecht. Warum war das schlecht? Hm? Tatsächlich, das wirkt nur auf Mario. Oh, jetzt hat Barbara ganz viel Schaden bekommen. Autsch. Tut mir leid, Barbara. Das war nicht meine Absicht. Oh. Au. Toll. Barbara! Verdammt! Ich muss wenigstens einen von denen jetzt umlegen, ne? Und sie beim Feuerzauber dauert der Brand auch länger. So. Ich hätte Multisprung machen können, merke ich gerade. Au, 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 au. Das hat wehgetan, das hat wehgetan. Dann boxt der Piranha-Pflanzer schön ins Gesicht. Dann fühlst du dich besser. Nee. Wohl, 20 Sternpunkte. Als 4 waren, kriegen wir für jeden 5. Und Gatzi! Geld, ich wollte doch zu Bardom wechseln. Ach, ach, sind nur 2. Gut, ich muss... Ich will den Eisstoff ausschalten, weil sich der aufladen kann. Das ist nicht gut. Dann können wir nämlich nicht wirklich angreifen. So, tut mir leid, Barbara. Ich wollte doch nicht, dass das geschieht.
Au. Ich glaube, das ist Drache, weil ich das Barbara angetan habe. Aber das nehme ich gern auf mich, kein Problem. Das war meine Schuld, ich war unachtsam. Wie ein Fire Emblem. Da stirbt mir Weike ständig fast weg. Au. Oder der Weg, wie auch immer man das ausspricht. Ja, ich sag immer der Weg. Halt, ja. Ja, Awakening, ne? Ich bin schon ein bisschen gehypt durch das neue Fire Emblem, um ehrlich zu sein. Hoffentlich ist aber das Romanzensystem etwas. Vielleicht eher à la Dragon Age, das wäre schön. Das wäre toll. Aber gut. Ein Mädel darf hoffen, wa? So, Leute, aber bevor jetzt noch irgendeine Katastrophe hier geschieht, wollen wir auch. Barbara, tut mir leid. Schnüff. Wollen wir. Oh, sind wir etwa da? In Großfrostheim? Tatsache. Großfrostheim. Oh, das ist also Großfrostheim. Und wo finden wir jetzt die Kanonen zum Mond? Vielleicht wissen ja die Dorfbewohner etwas. Aber ich würde gern. Nickerchen, bitte. War doch etwas. Genau. So, Leute, aber wir werden erst in der nächsten Episode nach der großen Kanone suchen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren still. Ciao!